laden zweimal im Jahr internationale Fotografinnen und Fotografen ein, die sich mit der Region auseinandersetzen und für uns eine Ausstellung neu gestalten. Das ist sozusagen der Blick von außen. Den versuchen wir zu kombinieren mit einer regionalen künstlerischen Kompetenz. Wir laden heimische Musikschaffende ein, die auf die Ausstellung reagieren, und dann gibt es eine begleitende Dialogreihe. Was die Musik betrifft, da hat es uns quasi innerhalb der Corona-Krise wirklich hart erwischt. Wir haben ein außergewöhnliches Konzert vorbereitet mit dem Red Blasmusikensemble. Die hätten eine Konzertdramaturgie vorgehabt, dass sie draußen vor dem Haus ein Platzkonzert geben, dann wäre es in einer kleineren Formation im Foyer weitergegangen und dann in einem Quintett, dann in der Tonhalle. Also wirklich ein außergewöhnliches Konzert, und es tut uns sehr leid, dass es bisher jedenfalls nicht stattfinden konnte. Sie kennen die Umstände. Jetzt auf der Suche nach Künstlern, die zu In situ passen, geht es im Grunde genommen darum, und es ist gar nicht so einfach, sich eigentlich weltweit umzuschauen nach Leuten, die in einer ganz besonderen Form in Kontakt gehen mit einer Region. Mich interessiert eigentlich weniger so eine klassische Dokumentation, das Draußenbleiben von Fotografen, die quasi nur beobachten, sondern es geht eigentlich darum, in einen intensiven Kontakt zu kommen. Und das ist natürlich jetzt in diesem Fall in einem besonderen Maße geben, vielleicht zur nächsten Folie. Danke fürs Weiterschalten, Herr Schmidhuber. Sie sehen Carlos Botton und Guillermo April. Die beiden haben 2015 eine aufsehenerregende Graphic Novel über die europäische Außengrenze gestaltet. Ich halte das jetzt gerade mal ins Bild. Sie sehen ein Buch, das heißt Der Riss, mit dem sind Sie international bekannt geworden. Es ist mittlerweile in 5 Sprachen übersetzt. Und es ist schon eine Premiere gewesen, dass zwei Profi-Journalisten, die normalerweise ganz klassisch arbeiten, das heißt Texte in Tageszeitungen veröffentlichen und normale Bilder, meistens in der Sonntagszeitung der führenden spanischen Tageszeitung El País, sich für eine ganz neue Form entschieden haben, nämlich eine Fotographic Novel. Also normalerweise sind Graphic Novels ja gezeichnet, und in diesem Fall ist sie fotografiert, ein sehr spezieller Hybrid aus Journalismus, Kunst, Fotografie, Storytelling. Und die Idee war dann, diese beiden anzufragen, ob sie Lust hätten, sich mit der Region auseinanderzusetzen und etwas Neues zu machen, nämlich ein begehbares Comic, eine Graphic Novel als Ausstellung. Sie sehen das schon im Hintergrund. Das ist nicht einfach nur ein Buch, das aufgeklebt worden ist in die Galerie, sondern sie haben quasi für jede Wand der Galerie ein eigenes Kapitel gestaltet. Also sie reagieren direkt auf den Raum. Vielleicht zur nächsten Folie. Hier sehen Sie die beiden oben, Carlos Botorno, unten Guillermo April. Sie haben dann beide den WordPress Photo Award gewonnen für diese Arbeit. Wie gesagt, mittlerweile sogar auf Spanisch übersetzt. Und es ist wirklich eine interessante Technik, die Sie entwickelt haben. Nämlich im Grunde genommen ist ja eine Fotografie ein Dokument von einem ganz speziellen Augenblick. Und jetzt geht es darum, diese Fotografien, diese Dokumente in eine Narration zu bringen. Und da geht es auf der einen Seite darum, aus den Bildern, die spezifisch sind, etwas Exemplarisches zu machen. Carlos Botorno hat dafür eine sehr spezielle Technik entwickelt. Er verändert inhaltlich die Bilder überhaupt nicht. Also es wird nichts abgezogen oder hinzugefügt, aber er färbt sie ein. Er wählt sehr paradigmatische Ausschnitte, könnte man sagen. Und er macht die Bilder flacher. Ich glaube, vielen geht es so, wenn sie in die Ausstellung hineinkommen, dass sie auf den ersten Blick meinen, die Bilder sind gezeichnet. Sie haben wirklich was Illustratives, und auf den zweiten Blick dann merkt man, dass es tatsächlich dokumentarische Bilder sind, und das erzeugt eigentlich eine sehr, sehr spezielle Atmosphäre. Auf der einen Seite ist es eine klassische Geschichte,
Literatur und dann sieht man aber wieder, dass es wirklich der spezifische Ort, an dem das stattfindet. Sie haben sich dann mit der Region auseinandergesetzt und haben gesagt, sie möchten über die Grenze Österreich-Italien eine Reportage machen, haben sich intensiv darauf vorbereitet und in mehreren Arbeitsaufenthalten Stationen besucht, unter anderem dann eben Andreas Putzer. Und ihre Wahrnehmung dieser Grenze entwickelt und niedergeschrieben. Sie waren überhaupt keine Experten für das Thema, sie kannten die Region gar nicht, haben klassisch professionell recherchiert. Und das ist auch quasi die Qualität von In situ, dass es eben genau darum geht, jemanden von außen einzuladen, der auf etwas blickt, was wir vermeintlich gut kennen. Und diesen Außenblick dann für einen Diskurs zu verwenden. Also mir geht es überhaupt nie darum, gleicher Meinung zu sein, unbedingt Positionen einzuladen, die sowieso klar sind, sondern spannend ist eigentlich eben diesen fremden Blick zu nutzen, um etwas zu lernen. Und das ist sehr, sehr interessant, welche Stationen Sie ausgesucht haben, über was Sie sich wundern in der Region, was sie wichtig finden, was sie weglassen. Es ist natürlich auch spannend, sie sind Spanier und das bedeutet, dass sie natürlich mit dem ganzen Katalonien-Konflikt intensiv zu tun haben und da auch Meinungen haben. Und was man vielleicht schon mal vorwegnehmen kann für die beiden, ist diese Grenze ein geglücktes Beispiel von Kooperation. Ein Beispiel für Bewältigung auch von Konflikten und für Zusammenarbeit mitten in der Europäischen Union. Okay, gehen wir zum nächsten Bild. Ja, jetzt ein Blick in die Ausstellung. Das ist jetzt sozusagen der Blick auf das Kapitel, über das wir gleich sprechen werden. Sie sind natürlich auf den Ötzi gestoßen und der thematisiert oder wirft, oder diese Geschichte wirft einen Blick auf die Grenze auf eine sehr spezielle Art und Weise. Also es geht um sehr, sehr unterschiedliche Aspekte von Grenzerfahrungen, historisch, politisch, landschaftlich, archäologisch. Das ist eine sehr, sehr umfassende Geschichte und viele Aspekte. Es beginnt mit einem Blick auf die Alpen und es endet in den Himmel, den Himmel der Alpen sozusagen, es endet im Brenner Basistunnel. Die Geschichte, so viel kann schon mal vorweggenommen werden. Und wenn wir jetzt zum nächsten Bild kommen, sehen Sie, was wir jetzt gleich gemeinsam betrachten. Also es ist der Versuch, quasi digital sich jetzt an den Ort in der Ausstellung anzunähern. Und die nächste Folie ist dann wirklich quasi das Close-up, über das wir sprechen. Bei den Dialogführungen funktioniert es so, dass wir den Katalog den Gesprächspartnern schicken und die suchen sich Bilder aus, über die sie gerne sprechen wollen. Und meine Frage jetzt eben an den Archäologen Andreas Putzer, was ist das erste Bild, das Sie ausgewählt haben, über das wir uns unterhalten wollen? Ich habe das Bild auf Ihrer linken Seite ausgewählt. Auf diesen Gipfeln, die Österreich und Italien trennen, geschah ein Mord. Dieser Mord war für uns Archäologen und auch für mich persönlich ein Glücksfall. Denn unter anderem sitze ich deshalb heute hier und führe mit Ihnen diese Dialogführung. Ohne diesen Mord wäre es würde ich hier nicht hier sitzen. Die Archäologie hätte nicht diese Aufmerksamkeit erreicht, die durch die Entdeckung dieses Mannes 1991 auf alle zugekommen ist. Hätte man sich eigentlich als Archäologiestudent jemals so etwas vorstellen können, dass man in seiner eigenen beruflichen Karriere mit so etwas konfrontiert wird? Es hat sich ehrlich gesagt niemand sowas erwartet. Die meisten Wissenschaftler und auch wir Studenten waren der Überzeugung, dass der Mensch in dieser Zeit, in der Ötzi gelebt hat, er hat vor über 5000 Jahren gelebt,
die Menschen das Hochgebirge noch nicht so intensiv aufgesucht haben. Weshalb sich niemand erwartet hat, sogar eine Mumie am Berg zu entdecken. Was hat denn eigentlich die Wissenschaft durch diesen Ötzi-Fund Neues erfahren? Ja, die Wissenschaft hat einen enormen Schub erhalten, vor allem finanziell. Die Archäologie wurde ja immer stiefmütterlich behandelt. Und natürlich solche Entdeckungen, die weltweit für Aufsehen sorgen, sorgen natürlich auch dafür, politische Entscheidungsträger ein wenig unter Druck zu setzen und die wissenschaftliche Arbeit zu fördern. Das galt aber nicht nur für uns Archäologen. Hier in Bozen wurde beispielsweise das Institut für Mumienforschung gegründet, das es ohne diese Entdeckung ansonsten nicht geben würde. Was hat man inhaltlich Neues erfahren oder gelernt über diesen Fund? Das Tolle dieses Fundes ist, dass Ötzi aus der Mitte seines Lebens gerissen wurde. Die Daten von Archäologen beruhen meist auf Gräberfeldern oder der Analyse von Gräbern oder Siedlungen. Gräber sind aber meist was Künstliches, das für die Bestattung des Toten hergerichtet wurde. Aber Ötzi wurde dort oben getötet und wurde aus der Mitte seines Lebens gerissen und somit war es möglich, sich erstmals eine genauere Vorstellung vom Alltag der Menschen in jener Zeit zu machen. Welche Gesellschaftsform müssen wir uns vorstellen, wenn wir über Ötzi nachdenken? Also wir wissen leider sehr wenig über die Gesellschaftsformen hier im inneralpinen Raum. Also es gab kleine Siedlungen, vermutlich bestanden die aus Clans. Die Siedlungen bestanden aus 50 bis 80 Personen. Ob die Clans untereinander kollaboriert haben, wissen wir nicht. Und die gesellschaftliche Struktur zu rekonstruieren, ist eben hier so schwierig, weil uns einfach die Datensätze fehlen. Wie wurde eigentlich quasi bei der Aufklärung dieses Mordes vorgegangen? Muss man sich das so tatortmäßig vorstellen, dass dann zu dieser Leiche quasi Forensiker gegangen sind, die dann so ganz klassisch versucht haben, das zu untersuchen? Und was haben sie denn da genau herausgefunden? Das ist nicht passiert am Tatort selbst, denn erst 2001 wurde diese Pfeilspitze, die wir hier in einer der Bilder sehen, in seiner linken Schulter entdeckt. Also es war anfänglich nicht klar, dass der Mann ermordet wurde. Erst durch neue CT-Aufnahmen, die hier im Krankenhaus in Bozen gemacht wurden, wurde diese Pfeilspitze entdeckt. Und deshalb wurden diese forensischen Untersuchungen ausschließlich an den Gegenständen des Mannes und an der Mumie selbst durchgeführt, aber nicht am Tatort. Ah, okay. Bedauern Sie das sozusagen? Also wäre da dann noch viel mehr rausgekommen, wenn man das vorher schon geahnt hätte und dann wären so die üblichen Profis aufmarschiert diesbezüglich? Ja, vermutlich hätten wir mehr Informationen. Das gilt allgemein für die Bergung des Mannes. Die Bergung wurde ja von Bergrettern durchgeführt. Es wäre natürlich von Vorteil gewesen, wenn Archäologen vor Ort gewesen wären. Das war leider nicht der Fall. Das ist erst 1992 passiert, als die Universität Innsbruck eine archäologische Grabung auf der Fundstelle durchgeführt hat. Okay. Info für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also über die Chat-Funktion könnten Sie uns Fragen stellen. Wir nehmen die vielleicht ganz zum Schluss dran oder wenn es passt, jederzeit. Ich kann das sehen und würde dann die Fragen weitergeben an den Experten. Herr Schmidhuber, bitte zum nächsten Bild. Wir gehen wieder zurück in die Ausstellung. Das ist der schmale Gang, der von den Künstlerinnen und Künstlern bei In situ immer sehr speziell genutzt wird. Das ist eine interessante Stelle in der Architektur der Ausstellung. Sie ist eng, man ist dann auch blickmäßig näher dran. Und es wird oft auch so als Backstage-Bereich verwendet, also ein Bereich hinter den Kulissen.
eigentlich eine gute architektonische Situation. In der Ausstellung ganz hinten sehen Sie auch einen Grenzbalken, der verwendet wird. Da geht es nicht um Dekoration, sondern es geht eigentlich um Besucherführung, weil ja die Geschichte sozusagen einen sehr, sehr klaren und speziellen Ablauf hat, was wir auf gar keinen Fall wollen, dass jemand sofort zum Ende der Geschichte geht, sondern von Anfang an sich da quasi durchliest, weil es auch quasi dramaturgische Bewegung gibt und ein wirklicher Anfang und ein Ende. Okay, wir sind also in der Ausstellung und das nächste Bild zeigt wieder, über was wir sprechen werden. Und dazu bewegen wir uns jetzt wieder direkt darauf zu. Herr Burzer, Sie haben diese Bildfolge ausgewählt für unsere Besprechung. Ja, die habe ich ausgewählt, weil wir, also ich und meine Mitarbeiter uns seit 2010 im Schnalstal aufhalten und jeden Sommer nach neuen archäologischen Fundstellen im Gebiet suchen, um eben die Entstehung dieser Kulturlandschaft, so wie wir sie heute kennen, zu rekonstruieren. An den Arbeiten sind auch Kollegen der Universität Innsbruck beteiligt vom Institut für Botanik. Also wir versuchen anhand archäologischer und botanischer Nachweise die Entstehung und die Nutzung dieser Kulturlandschaft zu entschlüsseln. Und bei dieser Gelegenheit haben uns eben Carlos und Guglielmo besucht. Leider war das der kälteste Tag, den wir auf unserer Fundstelle auf über 2400 Metern hatten. Und nichtsdestotrotz haben wir dort übernachtet und Carlos und Guglielmo haben uns dann bei unserer Arbeit über die Schulter geschaut. Ein schönes Beispiel, wie die Ausstellung oder die Geschichte rhythmisiert ist. Also wie schneller erzählte mit kleinen Bildern, dann wieder ein Hochformat verwendet wird und wir werden nachher sehen, wie ein großes Bild dann plötzlich kommt, um zu verweilen und langsamer zu werden im Lesefluss. Eine tolle Technik, die die Graphic Novel quasi zur Verfügung hat. Entschleunigung und Beschleunigung von Geschichte. Was mich interessieren wird, inwiefern hat eigentlich dieser Fund konkret für Sie Infrastruktur neu zur Verfügung gestellt? Also Sie haben vorher schon ein bisschen erzählt über das Museum. Was hat sich quasi verändert von der Situation damals zur Situation heute für Sie als Profi? Ja, ich habe einen Arbeitsplatz, das hat sich für mich persönlich verändert und auch das Museum, also das Südtiroler Archäologiemuseum hat ja vor der Entdeckung des Mannes aus dem Eis nicht bestanden und wurde eigens ins Leben gerufen und seit 1998 beherbergt das Museum unter anderem die Mumie und seine Beifunde. Dann habe ich bereits erwähnt, dass ein Institut für Mumienforschung in Bozen gegründet wurde. Aber auch die Besucher, die ja aus der ganzen Welt kommen, also diese Mumie und das Museum haben dazu geführt, dass Bozen mittlerweile von internationalen Besuchern besucht wird, die vorher keinen Halt in Bozen gemacht haben, aber jetzt aufgrund dieses besonderen oder außergewöhnlichen Fundes in Bozen Halt machen, um sich die Mumie anzusehen. Was wäre denn aus Ihrer Sicht der bestmögliche weitere Fund, den Sie machen könnten? Ja, es wäre natürlich super, wenn wir weitere Mumien finden. Das wird allerdings sehr schwierig sein. Bei der Erhaltung von Ötzi haben sehr viele Zufälle zusammengespielt, dass er sich über 5000 Jahre erhalten hat. Mittlerweile gibt es ja Neufunde, auch aus dem Schnalstal vom Gletscher, die auch älter sind oder jünger als der Mann aus dem Eis. Allerdings fehlen ihre Besitzer dazu. Ich sehe eine Frage von einem Teilnehmer.
Er schreibt da eine Anfängerfrage, wie realitätsnahe nach heutigem Wissensstand war der Film Der Mann aus dem Eis für einen Experten wie Sie, Herr Butzer? Ich nehme mal an, dass Sie den Kinofilm mit Herrn Vogel meinen. Also mir persönlich hat der Film nicht zugesagt. Er war weder realitätsnah, weil da die Siedlung im Hochgebirge situiert war. Also das Hochgebirge war in der Zeit, in der Ötzi gelebt hat, noch nicht besiedelt. Und ja, natürlich muss man den Filmemachern auch ihre künstlerische Freiheit lassen. Was die Rekonstruktionen betrifft, also man hat da Waffen gesehen, man hat Häuser gesehen, die waren schon sehr realitätsnah. Die Geschichte aber, ja, die war für mich persönlich ein bisschen entfremdend. Danke. Sie haben vorher gesagt, Sie untersuchen quasi die Entwicklung der Kulturlandschaft dort. Der Ötzi war bereits ein Ackerbauer, stimmt das? Es war keine Nomadenkultur mehr zu dieser Zeit. Nein, in der Zeit Ötzis leben die Menschen hier im Alpenraum vor allem von der Viehzucht und vom Ackerbau. Ötzi persönlich war vermutlich kein Bauer, denn dafür hat er zu wenig Abnutzungserscheinungen am Körper. Also er wurde ja genauestens anatomisch untersucht. Er hat keine üblichen Verschleißerscheinungen, die beispielsweise ein heutiger Bauer in seinem Alter aufweist. Aber die Gesellschaft, also die Siedler waren Bauern. Nebenher wurde auch gejagt. Und ja, das waren die Einkommensquellen oder damit wurde der Lebensunterhalt bestritten. Was jetzt den Einfluss aufs Hochgebirge betrifft, da gibt es noch sehr wenig menschlichen Einfluss im Sinne, dass da Wälder gerodet wurden, um beispielsweise Weideland zu gewinnen. Das passiert erst zu einem späteren Zeitpunkt. Kann man das Klima zur Ötzis Zeit mit unserem heute vergleichen? Also das Klima zur Zeit Ötzis war etwas kühler als jetzt. Also es gab da zwischen 3300 und 2800 eine leichte Abkühlung. Also es war kühler als heute. Okay. Herr Schmidhuber, bitte zum nächsten Bild. Wieder zurück in die Ausstellung und wir arbeiten uns weiter vor. Nächstes Bild bitte. Ja, Sie haben diese Bildfolie ausgewählt, Herr Butzer. Ja, hier sieht man vor allem die Bedingungen, die wir häufig am Berg vorfinden. Also die Arbeit im Hochgebirge ist nicht zu vergleichen mit der Arbeit in der Talsohle. Es ist auch nicht einfach für mich, jährlich Mitarbeiter zu finden, die da interessiert sind, mit mir ins Hochgebirge zu gehen, weil wir natürlich extrem den Klimaschwankungen im Hochgebirge ausgesetzt sind. Jeder, der selbst ins Gebirge wandert, weiß, dass innerhalb kürzester Zeit ein Wettersturz oder Temperatursturz stattfinden kann. Und das Bild hier, also wir sind hier im Hochsommer, das Foto wurde, glaube ich, um den 15. August 2019 aufgenommen, also eigentlich im Hochsommer, aber nichtsdestotrotz mussten wir uns im Hochgebirge sehr gut bekleiden, um trotz Bewegung nicht zu kalt zu bekommen. Und Carlos und Guglielmo, die sind ja am selben Tag aus Spanien gekommen, also von 40 Grad Celsius, darauf zu uns ins Hochgebirge. Und die Nacht hat es sogar geschneit und es gab Minustemperaturen. Kurze Zwischendurchsage. Sie können Fragen stellen über die Chat-Funktion. Grundsätzlich versuchen wir, ein bisschen unter einer Stunde zu bleiben. Wir wollen ein bisschen kürzer sein wie bei der physischen Führung. Ich habe eine Frage, und zwar von Carlos Botón und Guillermo Abril haben quasi diesen Ort auch ausgewählt, eben als Grenzort und auch als Grenzort bereits schon zu dieser Zeit. Wie muss man sich das vorstellen? Also wann sind quasi aus
Jagdterritorien, also quasi aus persönlich empfundenen Grenzen, vielleicht sowas wie allererste politische Grenzen geworden? Also das ist unter anderem eine der Fragen, die wir versuchen in Schnals zu klären. Die politischen Grenzen entstehen durch häufige Präsenz des Menschen. Wir haben in Schnals in mehreren Seitentälern sogenannte Opferplätze gefunden. Unter anderem auch der Ort, wo uns Carlos und Guglielmo besucht haben, war ein Opferplatz. Und diese Opferplätze befinden sich komischerweise alle entlang des Alpenhauptkammes, also der heutigen Staatsgrenze zwischen Italien und Österreich. Und meines Erachtens sind diese Opferplätze nichts anderes als Marker für Territorien. Denn durch die Präsenz eines Opferplatzes vermittle ich dem Eindringling unter Anführungszeichen, dass dieser Platz besetzt ist, also dass der schon jemandem gehört. Und deshalb fungieren die als Grenze, als Marker für Grenzen. Ich habe eine Frage von einem Teilnehmer, ob es außer Tieropfern noch andere Arten von Ritualen gab. Also wir analysieren alle Reste, die wir in unseren Grabungen finden, werden analysiert. Also wir haben Tieropfer. Neben diesen Tieropfern finden wir natürlich Sachopfer. Das heißt, wir finden Schmuck, wir finden, beispielsweise haben wir auf einem dieser Opferplätze Bernstein und Glasperlen gefunden. Dann finden wir Metallgegenstände wie Dolche oder Nadeln, also Haarnadeln und Kleidernadeln. Und wir finden auch Getreidereste. Also es wurden Speisen zubereitet, vermutlich Brot, das dann auch geopfert wurde. Es gibt in seltenen Fällen, findet man auch Menschenopfer. In unserem Fall allerdings wurden keine gefunden, denn der Großteil der Knochen, die wir geborgen haben, wurde mittlerweile untersucht und es handelt sich ausschließlich um Tierknochen. Ist die Erklärung, warum das sozusagen ein Grenzgebiet ist, so einfach, dass man sagen kann, das hat natürlich was mit einer Klimagrenze oder mit dem Gefälle des Gebirges zu tun? Ist das die einfache Erklärung? Ja, die Grenzen waren vor allem natürliche Grenzen. Also es sind hohe Gebirgsketten, wie im Schnalstal das der Fall ist. Und hat aber nicht dazu geführt, dass sie nicht überschritten wurden. Also das hintere Ötztal wurde ja vom Süden aus besiedelt. Also, und Fendt gehörte bis zur Grenzziehung zwischen Italien und Österreich zur Gemeinde Schnals. Aber in der Regel waren eben so natürliche Grenzen, stellten die Grenzen dar. Ja. Der Fund selber hat ja auch eigentlich einen Grenzkonflikt ausgelöst. Es war eine Zeit lang, glaube ich, umstritten, wer da wirklich zuständig ist dafür. Wie haben Sie das wie haben Sie das erlebt und wie stellt sich das heute für Sie dar? Ja, also der Ötzi wurde ja in der Nähe der Staatsgrenze gefunden und als er entdeckt wurde, war nicht ganz klar, auf wessen Staatsgebiet er gefunden wurde. Und zwar, weil die Grenzziehung im Jahre 1920 nicht über den Alpenhauptkamm ging, also über die Wasserscheide, wie das normalerweise üblich ist, sondern es gab eine unübliche Grenzziehung. Deshalb wurde die Grenze neu vermessen und man hat dann schließlich festgestellt, dass Ötzi auf dem italienischen Staatsgebiet gefunden wurde. Wie erleben Sie denn heute die Zusammenarbeit quasi diesbezüglich zwischen Österreich und Italien? Sie haben vorher gesagt, es gibt eben zum Beispiel eine enge Zusammenarbeit mit der Universität Innsbruck. Ja, also ich arbeite seit Jahren und auch meine Kollegen immer wieder mit der Universität Innsbruck zusammen. Kollegen aus den unterschiedlichen Fachrichtungen aus Innsbruck betreuen uns, beispielsweise die Botaniker, aber auch Geologen,
oder Klimatologen. Also es herrscht da eine rege Zusammenarbeit zwischen Südtirol und Nordtirol. Auch eigentlich wieder ein gutes Beispiel für Kooperation diesbezüglich. Ja, natürlich ein gutes Beispiel. Und in der Forschung, vor allem in unserer Forschung geht es ja nicht nur um dieses lokale Schnalztal, sondern es geht um ein Alpengebiet, das repräsentativ eigentlich für den gesamten Alpenraum gesehen werden kann, weshalb natürlich das Interesse der Kollegen aus Innsbruck gegeben ist. Dann gibt es auch Kollegen, die zufällig aus dem Ötztal stammen. Es liegt auf der anderen Seite, weshalb da natürlich ein reger Austausch entstanden ist. Okay. Dann gehen wir zum nächsten und letzten Bild. Das ist am Ende quasi dieses Ötzi-Kapitels. Sie durchschauen durch den Gang, dann sehen Sie eine römische Straße, nochmal ein ganz anderer Aspekt der Geschichte dieser Region. Und wenn man ganz durchschaut, hätte man noch ein kleines Bild, einen Ausschnitt eines Kriegerdenkmals im Großen gesehen. Also Sie kriegen ein bisschen mit, was für unterschiedliche Aspekte in der Ausstellung angesprochen werden. Okay, das ist das Schlussbild. Bei Einbruch der Dunkelheit zeigt auch der Archäologe seine Riten. Also. Ja, dazu gibt es eine kleine Geschichte zu dieser Leuchtrakete, die ich dort oben vor Ort entfacht habe. Ich war letztes Jahr im Mai, also das ist genau ein Jahr her, war ich Teil einer Performance, wo es unter anderem auch um Grenzen ging. Die fand auch hier in Südtirol auf der Philanderer Alm statt. Und hatte den Titel Overtime. Und bei dieser Veranstaltung wurden diese Leuchtraketen verteilt. Und ich habe dann eine zusätzliche Leuchtrakete mitgenommen mit dem Hintergedanken, also die werde ich den Sommer dann mal in Schnals entzünden, und habe sie dann genau an dem Abend entzündet, als Carlos und Guglielmo bei uns vor Ort waren. Und ich finde das eine sehr gelungene Fotografie von den beiden Künstlern. Man sieht hier auch das Wetter, das diesen Abend geherrscht hat. Es hat geregnet und dann später auch noch geschneit. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns im Freien aufgehalten und dann vor Ort übernachtet. Auch ein gutes Beispiel eben, wie quasi eine Fotografie zu so einem ikonografischen Bild dann letztlich wird. Das ist, ja, genau. Was ich vorher gemeint habe, er sagt, er versucht quasi Tiefe herauszunehmen, er arbeitet mit dem Ausschnitt, er versucht von vornherein schon so zu arbeiten, dass wenig drauf ist, damit es starke, schlichte, kraftvolle Bilder sind. Er hat in dem Fall dann mit einem Rotton gearbeitet, das ist auch toll in der Ausstellung, weil es so ganz, ganz spezielle Farbklimata sind. Und das ist ein großes Schlussbild, das quasi eine Kadenz ist, könnte man sagen, des Kapitels. Darunter steht, die Grenze ist ein Ort der Kommunikation. Wer ist sich denn damals begegnet an dieser Grenze? Was waren denn sozusagen die Fremden und die Einheimischen? Und wer ist da durchgezogen? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, wir wissen es nicht genau, aber wir versuchen das im Rahmen unserer Forschungen herauszufinden. Und zwar ist es heute möglich, anhand von petrographischen Untersuchungen an den Keramikstücken, die wir im Hochgebirge finden, herauszufinden, woher die Leute kamen, die den Ort genutzt haben. Also die Töpfe wurden ja nicht im Hochgebirge hergestellt, sondern die wurden von der Siedlung mit ins Gebirge gebracht. Und wir hoffen jetzt herauszufinden, woher diese Siedler kamen. Ob uns das gelingt, wissen wir ja nicht genau. Es ist also methodisch, es ist eine neue Methode. Wir arbeiten noch dran und dann könnte ich eventuell diese Frage beantworten. Der Zugang ist möglich vom Ötztal zu diesem Fundort, aber natürlich auch aus dem Schnalztal, aber auch aus dem Finchgau. Also es kann auch sein, dass vom Oberfinchgau Leute da diesen Fundort genutzt haben, um dort ihre Riten abzuhalten.
und dass es quasi weitere Wanderungen bereits gab, also dass jemand von, das ist natürlich der falsche Begriff, jetzt von Deutschland kam, aber aus diesem Gebiet oder von weiter unten, also wirklich lange Wanderung gemacht hat, ist das denkbar? Es ist denkbar, aber vermutlich haben sie dafür nicht das Hochgebirge benutzt. Also es gab bereits einen Regenhandel zur Zeit Ötzis und auch danach. Und es gab aber Hauptverkehrswege, die vor allem über den Brenner und über den Reschen liefen und vermutlich verwendet wurden. Nicht? Also im Hochgebirge, wenn man von außen kommt, sollte man ja nicht alleine raufgehen, vor allem damals nicht, das war ja noch viel gefährlicher, als es heute ist, und benötigt unbedingt Einheimische, um den Weg zu finden. Also das war damals noch notwendiger, als es heute ist. Auch heute noch, Touristen mieten sich einen Bergführer, der sie dann ins Hochgebirge führt. Und was auch sehr sinnvoll ist, wenn man die Gegend nicht kennt. Und es handelt sich hier schon um abgelegene Gegenden, weshalb ich es eher ausschließen würde, dass da Fremde über diese Pässe gingen, was man allerdings auch nicht ausschließen kann. Das heißt also, es gibt wirklich starke und gute Gründe, sich genau an diesen Ort zu begeben, und das sind dann eben spirituelle Gründe sozusagen, also Weiheplätze, Kultorte, magische Orte am ehesten. Nicht ausschließlich, also wir haben auch Strukturen gefunden, also das sind Almhütten, die im Hochgebirge bereits vor 4000 Jahren gebaut wurden und wo die Menschen und die Siedler ihr Vieh den Sommer über auf die Weide geführt haben. Apropos gefährlich, ich habe wieder eine Frage, und zwar, ob die Tierwelt dort oben am Pass damals anders ausgesehen hat als heute? Eigentlich nicht. Also die Tierwelt war dieselbe. Damals gab es natürlich viel mehr Bären und viel mehr Wölfe, aber die wurden mittlerweile auch schon im Schnalstal gesichtet. Ansonsten, die Wildtiere waren dieselben, wie sie heute waren. Heute sind natürlich viel mehr Haustiere im Hochgebirge, weil sie auf die Almen getrieben werden. Aber wir haben eben in Schnalstal herausgefunden, dass diese Tradition bereits circa 4000 Jahre zurückreicht. Ja, ich habe eine Abschlussfrage noch. Wie erleben Sie denn heute, das ist eine persönliche Frage eigentlich als Südtiroler, die Grenze, die Zusammenarbeit, wie ist sozusagen Ihre auch vielleicht familiäre Perspektive auf diese Grenze von der anderen Seite her gesehen? Also ich persönlich habe allgemein keine Probleme mit Grenzen. Deshalb entspringt auch diese Aussage, die Grenze ist ein Ort der Kommunikation. Eine Grenze zwingt zwingt zum Innehalten, aber er zwingt vor allem zur Auseinandersetzung mit seinem Gegenüber. Und das, was ich am schlimmsten finde, ist keine Kommunikation. Ich persönlich habe, wie viele andere Südtiroler, Verwandte in Nordtirol, mit denen ich zwar nicht sehr häufig in Kontakt bin, aber eigentlich ein ausgezeichnetes Verhältnis habe. Mit meinen Kollegen in Nordtirol funktioniert es auch hervorragend, und dasselbe gilt auch umgekehrt. Also gegenseitige Besuche sind immer sehr erfreulich und gewollt, auch wenn es nur privater Natur ist. Es war auch eine interessante Beobachtung von den beiden Spaniern, die da oft hin und her gefahren sind und so verblüfft waren, wie selbstverständlich da hin und her gereist wird, die man quasi nur auf einen Café runterfahrt oder rauffahrt. Da waren die quasi als Spanier echt verblüfft darüber, wie selbstverständlich mit dieser Grenze umgegangen worden ist vor der Corona-Zeit. Jetzt ist die Grenze zu. Man sieht auch, wie sehr, sehr fragil eigentlich diese Grenze ist. Stichwort Flüchtlingskrise damals und jetzt diese Corona-Krise. Ja, leider, ja. Ja, auch ein Stichwort dafür, wie aktuell die Ausstellung ist. Herr Butzer, herzlichen Dank für diese interessanten Informationen. Ich bin sehr froh, dass eigentlich dieser Aspekt in der Ausstellung vorkommt. Es ist wirklich spannend, total interessant, Ihnen zuzuhören.
Ich möchte Sie aufmerksam machen auf den Katalog an dieser Stelle. Wir haben ein sehr, sehr besonderes Buch gestaltet, nämlich das ist ein 5 Meter langer Leporello. Also Sie können sich die ganze Ausstellung, kann man hier ziehharmonikahaft ausziehen. Diesen Katalog bekommen Sie großzügigerweise gratis in der Ausstellung, wenn Sie uns besuchen. Vielleicht gehen wir gerade auf die nächste Folie, weil dann kann ich Ihnen die Öffnungszeiten einblenden. Sie sehen, also wir sind Montag bis Freitag 11 bis 18 Uhr und am Samstag 11 bis 15 Uhr offen. Es gibt nach den Corona-Bestimmungen eben die Auflage, die Maske zu tragen und eben eine gewisse Anzahl, aber die Anzahl ist so groß, dass man nicht immer hinein kann. Und wir überlegen uns jetzt auch vielleicht die nächsten Führungen dann wieder physisch zu machen. Aber auf der anderen Seite war das, glaube ich, ein guter Auftakt, dass die Digitalführung eigentlich ein interessanter Zugang ist, eben für Menschen, die vielleicht die Ausstellung nicht besuchen können. Mir hat es Spaß gemacht. Ich glaube Ihnen auch, Herr Butzer, es ist ja nicht ganz einfach, sich so zu unterhalten. Ja, also mittlerweile ist man das ja auch gewohnt, denn seit Monaten führt man nur mehr digitale Gespräche mit seinen Kollegen. Nein, aber das hat optimal funktioniert und toll finde ich die Möglichkeit, auch die Teilnehmer mit einzubeziehen und so, die dann Fragen stellen können. Ja. Wir haben noch weitere Vermittlungstermine, die Sie auf der nächsten Folie sehen. Nämlich es gibt bei uns am Freitag um 1 immer die Espresso-Führung, eigentlich mittlerweile eine schöne Tradition, da kann man einfach hingehen, eintrittsfrei natürlich, ab 13 Uhr, 20 Minuten meistens, ein kurzer Flug durch die Ausstellung, wer bleiben will, wer länger bleiben will, der macht es. Sonst ist es ein guter, professioneller Einstieg in die Ausstellung. Wir haben ein witziges Musikprogramm, nämlich Improvisationen zu einzelnen Bildern, auch eine ganz kurze, halbstündige das Mini-Konzert mit einer Führung und dann eben diese Dialogführung, wo Sie jetzt die erste mitbekommen haben. Die nächste ist mit dem Philosophen Andreas Oberbrandtacher, der sich philosophisch mit dem Thema der Grenze auseinandergesetzt hat. Und dann haben wir Frau Dr. Rika Bohner, eine Literaturwissenschaftlerin des Brennarchivs, wo wir auch über diese Form der Graphic Novel sprechen werden und auch über die Literatur der Grenze. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Teilnehmen. Ich habe gesehen, dass die Participants, wie das oben heißt, die Teilnehmer alle gleich geblieben sind. Herr Butz, ich nehme das als ein Kompliment für uns beide. Ja, sieht man. Wunderbar. Und ich freue mich aber trotzdem, Sie dann vielleicht bei einer der nächsten Veranstaltungen wieder physisch zu sehen und direkt die Reaktion körperlich zu bekommen, wie es Ihnen gefallen hat und wie es Ihnen geht. Herzlich. Ja, sehr gerne. Bis bald. Herzlichen Dank nochmal, Herr Putzer. Danke, Herr Schmidhuber, für die souveräne Navigation und danke, Frau Wachter, für die Vorbereitung. Ihnen allen einen schönen Abend.